ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu 23 Tage Morgengymnastik. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir sehen uns jetzt jeden Morgen circa 15 Minuten lang. Und wenn du Lust hast, lade noch jemanden ein, mitzumachen. Ich freue mich, wenn ganz viele Menschen dabei sind. Und wir werden uns durchbewegen, wir werden uns kräftigen, wir werden ein bisschen die Ausdauer trainieren, uns auch mal entspannen. Also ein Rundumprogramm für das Jahr 2023 sozusagen. Viel Spaß und mach immer so mit, wie du dich wohlfühlst. Du kannst jederzeit zwischendurch auch kleine Pausen einlegen. Und heute machen wir so ein bisschen Gymnastik. Wir bewegen uns durch und kräftigen aber auch wichtige Muskeln, richten uns auf. Und genauso starten wir in der Aufrichtung. Deshalb stell dich gleich hüftschmal auf. Du belastest die Außenkanten deiner Füße, drückst dann deine Großzehenballen nach unten auf den Boden und jetzt spürst du die Fersen, Großzehenballen und die Außenkanten mit der Belastung auf dem Boden. Sehr gut. Knie etwas durchlässig. Brustbein anheben und die Schultern fallen erstmal locker nach hinten unten. Blick im Horizont. Ruhig auch im Alltag immer wieder an deine Haltung denken. Das macht auch gute Laune. Und jetzt startest du mit einem Schulterkreisen. Ganz klein. Deine Schultergelenke bewegen. Und wir starten immer mit kleinen Bewegungen und werden dann langsam auch etwas größer. Das heißt, jetzt kommen schon die Ellbogen dazu. Aktiviere deine Körpermitte, zieh den Bauchnabel sanft nach innen. Dass du hier stabil bist, ist wichtig. Werde noch etwas größer. Rück deine Hände schön spreizen, die Finger spreizen. Das machen wir auch nicht so oft im Alltag. Dieses Öffnen der Hände. Vielleicht noch etwas größer, immer so, wie es dir gut tut, mitmachen. Noch weiter. Und dann halte die Arme oben und jetzt streck dich und reckel dich in alle Richtungen. Nimm jetzt mal die Handrücken nach oben, nimm mal die Handflächen nach oben, trete mit deinen Füßen mit und beweg dich ruhig in verschiedenste Richtungen. Vielleicht auch irgendwie bewegen, wo du sonst dich noch nie hingedehnt hast, in alle Richtungen. Das aktiviert die Rezeptoren innerhalb der Faszien, macht uns wach und durchblutet natürlich auch gleich alle Muskeln, bewegt auch ganz viele Gelenke. Und dann kommst du wieder zurück zur Mitte. Und jetzt ziehst du einmal dein rechtes, einmal dein linkes Knie nach oben. Und drehst deinen Oberkörper schon in die Richtung des Knies. Du kannst auch mit der Hand gleich mal oben tippen. Rechts und links. Genau. Und ruhig jetzt den Ellbogen Richtung Knie bewegen. Hoch. Über Kreuzbewegungen trainieren unsere beiden Gehirnhälften. Verknüpfen unsere beiden Gehirnhälften. Also versuch, zumindest in die Richtung zu gehen. Atmen, wichtig. Und dann langsam ohne Arme locker hoch. Und jetzt gehst du schon einen ganz kleinen Schritt zur Seite. Also gehst nach rechts, ziehst dein linkes Knie hoch und umgekehrt. Immer noch Knie ein Stück anziehen. Vielleicht auch ein bisschen tiefer lassen jetzt. Seitschritte sind übrigens sehr wichtig. Wir brauchen die seitliche stabilisierende Muskulatur im Alltag. Trainieren wir selten, ist aber wichtig. Versuch das Ganze jetzt mal dreimal zu machen. Also einmal, zweimal und dann bleib einen Moment stehen. Und einmal,
zweimal und bleib einen Moment stehen. Du kannst auch mit der Fußspitze unten tippen und stehen. Ausbalancieren. Einmal, zweimal und stehen. Immer wenn wir wackeln, mach nur weiter, dann trainieren wir die Muskeln, die uns unwillkürlich stabilisieren, sobald wir ins Wackeln kommen, eben wenn wir vielleicht ausrutschen, stolpern. Also ganz wichtige Muskeln. Reaktionsschnelligkeit. Und dann halte hier Stopp. Bleib so, ich zeige es dir nur ein bisschen seitlich. Nimm jetzt das freie Bein zurück, nimm deinen Oberkörper ein Stück vor und die Arme gehen zur Seite. Die Handrücken Richtung Decke. Schulterblätter küssen sich. Spür deine Rückenstreckmuskulatur. Und jetzt wirst du rund, tippst vorne auf, fass deine Ellbogen und mach deinen Rücken rund. Nochmal öffnen, Rücken strecken und dann nochmal rund. Und nochmal strecken. Noch einmal strecken und rund und dann nochmal aufrichten und 1, 2, 3 kurz halten und 1, 2 und halten. Einmal noch und jetzt bleibst du wieder auf der Seite, gehst mit dem Oberkörper nach vorne. Die Handrücken zeigen nach oben, Schulterblätter küssen sich, vorderes Knie beugen, werde rund und werde nochmal lang. Werde rund und lang. Standbein merkt man auch. Letztes Mal noch. Und dann richtest du dich wieder auf und gehst hin und her. Einfach nur hin und her jetzt. Genau. Locker. Werde etwas größer, tippe außen und dann lässt du deine Arme um den Körper rumschwingen. So richtig. Fallen lassen, größer werden in der Bewegung. Die Rotation gerade im oberen Rücken ist ganz wichtig für einen entspannten Nacken und einen schmerzfreien unteren Rücken. Also nutzt dieses Rotieren und Schwingen der Arme, um zu entspannen. Und dann wirst du kleiner. Bist du ganz eng mit deinen Füßen zum Stehen kommst. Und du wirst merken, das ist ein bisschen wackelig, oder? Wenn deine Füße jetzt ganz geschlossen sind, dann wirst du wahrscheinlich ein bisschen aus der Balance kommen. Du kannst jederzeit die Füße ein Stück weiter aufmachen. Richte dich nochmal auf, das Bein anheben und versuch jetzt mit den Armen einen großen liegenden Achter zu zeichnen. Knie etwas durchlässig und nimm den Oberkörper auch nach rechts und links mit. Und dieses aus der Mitte bewegen bringt dich aus der Mitte und dadurch stabilisiert sich deine Körpermitte. Sehr gut. Und wenn du dich dann gut stabilisiert hast, kommst du wieder in einen aufrechten Stand, nimmst die Hände an die Schultern und jetzt
Beug deine Knie, heb dein rechtes Bein vom Boden und versuche, du kannst auch tippen hier außen, mit dem Oberkörper dich zur Seite zu neigen. Und dann gehst du wieder ran. Vielleicht möchtest du auch dein Bein in der Luft lassen. Und dann kommst du wieder ran. Auch hier in der Luft, muss aber nicht sein. Seitlich bewegen. Und wieder ran. Sehr gut. Noch einmal mit der Seite. Und wieder ran. Wow, kurz locker lassen. Entspannen, nachspüren, wie sich die Seiten jetzt unterschiedlich anfühlen. Und dann kommst du zur anderen Seite. Bein heben. Entweder tippst du, kommst dann wieder ran. Oder du bleibst wirklich in der Luft. Und auch hier wieder in der Luft schweben. Ist nicht einfach. Noch einmal. Und zur Mitte kommen und hüftbreit aufstellen und locker lassen. Ruhig so ein bisschen durchschütteln, durchlockern, entspannen. Bleib hier hüftbreit geöffnet und jetzt tust du so, als wolltest du dich auf einen Stuhl nach hinten absetzen. Rücken bleibt gerade und richte dich wieder auf und vielleicht ziehst du dich sogar nach oben auf die Fußspitzen. Endspurt jetzt. Nochmal tief, parallel die Oberschenkel zueinander. Gerne die Hände nach vorne, hoch, kurz deine Balance finden da oben, halten und nochmal tief. Und nochmal hoch. Unsere Waden, Venenpumpen gleich mittrainieren. Die pumpen das Blut in den Körper, Kreislauf zurück. Noch zweimal tief und hoch. Noch einmal Beinkraft. Und dann halte dich oben auf deinen Fußspitzen, so weit wie möglich, vielleicht nur ein bisschen angehoben die Fersen, halten und runterkommen, ausschütteln, sehr, sehr gut. Ein Bein zurück, beide Fußspitzen zeigen in eine Richtung und deine Arme öffnest du in einem großen V, Fingerspitzen spreizen, aufmachen, Hüftbeuger spüren, Brustmuskeln öffnen, tief ein- und ausatmen und zurückkommen, lösen, andere Seite, großer Schritt, vorne beugen, hinten strecken, die Wade dehnen, den Hüftbeuger hier vorne, Bauch dehnen, groß und weit und atmen. Und nochmal auflösen. Beide Füße hüftschmal und aufrecht. Stehen. Lockern. Sehr schön. Langstrecken einatmen. Locker lassen aus. Nochmal ein. Strecken, ziehen, gähnen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe natürlich, dass du dich jetzt richtig wohlfühlst. Halte hier. Aufrecht und entspannt. Und dass du dich so richtig stolz fühlst, das kannst du auch sein, wirklich fleißig. Wir haben alles durchtrainiert, einmal durchbewegt. Wenn du Lust hast, sei auf jeden Fall morgen wieder dabei. Wenn du magst, kannst du meine Arbeit auch unterstützen. Unter dem Video in den Beschreibungen steht deine Unterstützung. Klick drauf und dann kannst du auswählen mit monatlich vielleicht 2,50 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, was du willst. Vielen Dank, wenn du mich bereits unterstützt. Lade, wie gesagt, auch noch Freunde, Freundinnen ein, sich mitzubewegen. Du findest die ganze Übungsreihe auch da oben bei dem Infopunkt oder auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists. Also einfach mal auf meinen YouTube-Kanal gehen.
Dort findest du auch alle anderen Videos nach Themen geordnet. Oder wir sehen uns ganz einfach so bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Vielleicht bis morgen. Freue mich!